Und dann quetschen die gesunde Alicia Edelscheid. Das nächste Lied heißt Walls. Es handelt vom letzten Typen, der mich absolut. ja, das ist nicht so schlimm. Also, es ist eher philosophisch. Es ist sehr selten, noch immer, leider Gottes, erstens mal Frauen zu sehen, die Musik machen, Frauen zu sehen, die nicht konventionell Musik machen und Frauen zu sehen, die mit so einer Ausdrucksweise, eigentlich mit so einer starken Musik machen, und da fällt sie halt natürlich sehr auf. Also ich warte darauf, bis Großes passiert, Riesiges passiert mit Alicia, und sie ist menschlich, abgesehen davon, dass sie eine tolle Künstlerin ist, sie ist menschlich einfach ganz toll. Also ich finde sie als Menschen einfach sehr inspirierend. Okay. Alicia ist recht lustig. Sie kommt da meistens pünktlich und hat schon recht einen genauen Plan von den Sachen, die es so spielen will. Ja, also Alicia, den habe ich mir selber ausgesucht. Also ich finde es sehr cool, wenn man sich selber einen Namen aussuchen kann. Und Edel war es, haben sich meine Eltern für mich ausgesucht. Deswegen eben auch der Umstieg auf Alicia. Und jetzt eine Fusion von beiden Namen, Alicia Edelweiss. So ist das entstanden. Meine Musik würde ich am ehesten als Zirkus Freak Folk bezeichnen. Also begonnen hat es eigentlich mit Antifolk, dann bin ich eher zum Freak Folk gekommen und jetzt halt einfach eine Mischung aus ganz verschiedenen Sachen. Ich versuche einfach, keinen zu argen Regeln zu befolgen, und ich würde es jetzt nicht experimentell nennen, was ich mache, aber es ist noch sehr folkig, aber ich versuche immer wieder Grenzen zu überschreiten, und wenn mir langweilig mit irgendwas ist, dann versuche ich was Neues zu machen, und also mir wird ziemlich schnell langweilig von Sachen, die ich mache oder was andere Leute machen, was ich schon 100 Mal gesehen habe, deswegen versuche ich immer etwas komplett Neues zu schaffen, was man noch nicht so oft gesehen hat vielleicht. Das hat eigentlich von Anfang an passt irgendwie, waren wir da so auf der gleichen Wellen, und es ist ja nicht mit allen Musikern so, bei manchen muss man sich da irgendwie so ewig lang beschnuppern und so, aber da war
eigentlich relativ schnell klar, auf was wir aussehen würden, weil wir doch halt irgendwie so einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Zusammenspielen mit der Alicia war lustig, verrückt, Improvisation, Planung, keine Ahnung, man hat nie so wirklich gewusst, was genau passieren wird. Und das war das Schöne daran, weil sie ist wie ein Vulkan irgendwie und gleichzeitig wie eine kuschelige Decke. Bei meiner großen Reise, bei meiner großen Hippie-Reise, als ich 19 war, eben 2 Jahre unterwegs durch Europa, habe ich viel erlebt und irgendwie bin ich dann immer mehr so in die Musik reingerutscht, wo ich vorher nie gedacht hatte, dass ich mich als Musikerin sehen würde eines Tages. Ich wollte eher Schauspiel machen und bin dann durch die Straßenmusik, also durch kein Geld haben eigentlich, eben auf die Straße, zur Straßenkunst gekommen und habe mit Musik angefangen. Und erst seit 2 Jahren mache ich jetzt auch Zirkussachen, wo ich früher immer dachte, das ist nichts für mich und dass ich eher zur Musik gehöre. Aber man kann eigentlich alles machen. Es ist alles für dich, wenn du davon träumst und wenn du das gerne machen willst. London aufgewachsen und sie ist halb Walisin und halb Spanierin. Mein Vater ist so gebürtiger Österreicher, kann man sagen. Und ja, die haben sich mal getroffen und geheiratet und dann sind 4 Kinder rausgekommen. Und ich bin die Jüngste. Ja. Und was kann ich sagen über meine Eltern? Sie lieben es, Bade zu singen. Also das war schon immer so. Instrumente spielen gar nicht so viel. Also mein Vater spielt ein bisschen Gitarre, meine Mutter auch, ein bisschen Klavier. Aber so das Singen hat sie auch immer sehr verbunden. Ich bin erstaunt, dass sie so, so
ihre Kreativität so entfaltet hatten. Ich habe diese Idee aufgegeben inzwischen, dass man ein Studium haben muss und man muss so und man muss aufpassen, dass man einen Job hat dann danach und so. Ich sehe, die Welt ist so groß und jede Seele hat seinen Weg zu gehen und es ist viel wertvoller, Liebe und Kreativität in die Welt auszugeben. Es ist wertvoller, als ein sicheres Job zu haben. Obwohl, als Mutter natürlich mache ich mich noch Sorgen. Ich meine, ich bitte sie nicht allein Autos zu stoppen und solche Sachen, aber das ist, glaube ich, natürlich, das ist mein natürlicher mutterlicher Instinkt für die Sicherheit. Aber als Ganzes, ihr Wunsch, Künstlerin zu sein, sehe ich das eigentlich, das ist ihr Weg und sie hat das für sich entschieden und kann nur stolz sein und das alles unterstützen, so gut es geht. Aber manchmal habe ich meine Tage und der Villa hat schon zu. Es ist Mitternacht, der U6-Shop ist viel zu weit zu Fuß. Ohne Apfelsaft, ohne Apfelsaft, komplett, komplett. Auf jeden Fall hat, ist halt schon ein Gespür, was wichtig ist. Also sie versteht sehr schnell eine Nummer, wie sie funktioniert und findet da irgendwie dann so ihren eigenen Weg, wie sie das begleitet. Ich war viel unterwegs als Straßenmusikerin und einfach als Hippie-Pennerin halt. Da war Straßenmusik gar nicht so der Fokus, sondern einfach frei zu sein. Und dann bin ich halt irgendwie nach Portugal gekommen, weil ich so einen Bauernhof gefunden habe, ein Ökodorf, wo ich arbeiten konnte, so gegen Essen und Unterkunft. Und ich glaube, deswegen bin ich eigentlich nach Portugal, weil ich war in Spanien viel und irgendwie hat das cool ausgesehen und es war halt das nächste Land. Und dann bin ich dort gelandet und irgendwie hat das eine zum nächsten geführt. Dann bin ich rumgerast in die Städte am Meer, bin nach Aveiro gekommen, wo ich dann eben so einen Typen getroffen habe, der mit mir meine erste EP aufgenommen hat, mich überhaupt mal motiviert hat, selber Lieder zu schreiben und nicht ständig Covers zu spielen. Der hat mich echt gepusht, das war echt wichtig für mich und das war so der Anfang. Also es war eben auch dort, wo ich noch so Hoffnungen hatte, dass ich jetzt jemanden finde, der für mich die Arbeit machen wird, was als nächstes kommen würde. Es gab eben auch so irgendwie Versprechen von verschiedenen Leuten. Es gab so ein Label, das Interesse hatte und auch sagte, ich könnte dabei sein, aber ist dann irgendwie auch nichts geworden. Und so ein Produzenten, den ich getroffen habe und so weiter, da haben wir Insects Crawling Under My Skin dann ganz überproduziert aufgenommen. Aber dann bin ich nach Österreich und bin halt draufgekommen, jetzt muss ich selber aktiv sein und selber meine Sachen checken und Gigs organisieren und das geht schon, ja, DIY. Ja, und Portugal ist halt so in meinem Herzen geblieben. Oh, they say.
nach Wien zurückgekommen bin vom Rasen, haben sich dann langsam so alte Träume wieder in mein Bewusstsein geschlichen. Also eben Filmen, Theater, eben dieses Performative, das war schon immer irgendwie so in mir, dass ich das, das ist halt so meine Leidenschaft irgendwie. Ich will nicht nur Musik machen oder nur das, ich will alles verbinden und eine gute Performance machen. Die Musik von der Alicia finde ich sehr intensiv, leidenschaftlich, sanft, aufbrausend. Sehr viel Kontraste. Sie ist wie eine Zauberin, also sie zieht die einfach mit so einer Magie rein in das. Ja, sie verarbeitet ihre emotionale Welt auf eine sehr kuriose, absurde Art und Weise teilweise. Unterhaltsam. Man vergisst irgendwie ziemlich schnell darauf, nervös zu sein, weil man so komische Sachen macht, dass eh schon alles egal ist in Wirklichkeit. Es hat ein ziemlich viel Theatrales an sich. Das ist sehr. Ja, es ist irgendwie schon immer ein großer Aspekt, dass man halt nicht nur die Lieder spielt, sondern dass man immer wohin schauen muss oder irgendwas tun muss. Oder das Schwierigste ist immer ernst bleiben. Ich finde das sehr faszinierend, so die Kirchenrituale. Und mir macht es Spaß, das einfach nachzumachen oder selber also das in meine Performance anzubauen, und so ist das entstanden. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil ich es nicht alleine gemacht habe und eben eine Ministrantin hatte und einen Axtbrotschneider. Ich glaube, es hat eine neue Richtung eingeschlagen, weil es war so ein roter Faden von Anfang bis Ende, was ich noch nie so wirklich hatte, sondern immer so teilchenweise irgendwie Performance und dann wieder Tragik und dann Comedy. Und da war wirklich so ein roter Faden und es gab einen Rahmen, das war ziemlich cool, und auch in eine komplett andere Rolle reinzuschlüpfen, wenn ich so zwischen den Liedern schauspiele quasi. Und wenn sich irgendwer beleidigt fühlt oder angegriffen fühlt, dann ist das nur, dass das eben von selber diese Absurdität zeigt, was da vielleicht abgespielt wird. Das ist nicht unbedingt meine Absicht. Also
Ich mache das einfach, weil ich es lustig finde. So. Das finde ich, sollte immer das Ziel sein, einfach, dass es dann selber Spaß macht. Immer wieder hänge ich mit den Zirkusleuten ab. Das ist so meine Crew. Also das sind die Leute, wo ich mich sehr wohl fühle, weil das alles irgendwie Kinder sind. Und ja, ich habe früher viel Straßenkunst gemacht, Straßenmusik, Straßenperformances. Jetzt halt immer mehr Konzerte und Bühnenshows, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Obwohl ich die Straße manchmal vermisse, ist es mir doch ein bisschen zu anstrengend geworden. Und ich habe keine Lust mehr, ständig auf dem Survival-Trip zu sein, grundsätzlich. Ja, und was mache ich noch? Ich will mich jetzt mehr so auch, also ich will jetzt mehr tanzen auch. Ich werde jetzt bald mal Kurse machen und da mal mehr reinkommen, weil das ist auch so ein alter Traum von mir, mehr zu tanzen. Alicias Musik ist für mich sehr besonders, weil sie darin sehr viel ausdrückt, wo ich mitschwingen kann. Es ist so was Melancholisches, Sehnendes und Freies. Aber besonders beeindrucken mich ihre Texte, die mich auch immer wieder treffen. Und im Zusammenspiel, wenn ich mit ihr zusammenspiele, ist es unglaublich, wie wir synchron schwingen und sehr, sehr feinfühlig. Merke ich, sie geht auf mich ein und spürt aber auch, dass ich auf sie eingehe. Und wir treffen gleichzeitig die gleichen Entscheidungen. Also ich fühle mich so zu Hause in ihrer Musik. Und es inspiriert mich immer wieder, selber Lieder zu schreiben und weiterzumachen mit meiner Musik und weiterzusuchen und den Mut, der aus ihren Liedern strahlt, für mich auch zu entdecken. In the clouds by the lake, we shall sing together. Besucht in Wien und sie hat das Lied Leonie geschrieben, nachdem wir eine sehr intensive Improvisation gemacht haben an einem See in der weiteren Umgebung von Wien, ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich glaube, da haben wir eine Stunde lang oder noch länger einfach nur improvisiert, überhaupt keine festen Lieder gespielt, sondern einfach was so passiert und gesungen. Und das haben wir aufgenommen und sie hat da irgendwas gefunden in dieser Improvisation und hat danach das Lied Leonie geschrieben. Und ich finde auch, wenn ich den Text höre von Leonie, dann weiß ich, sie singt von diesem Moment, wo wir im Gras sitzen am See und da ist sehr viel Magisches passiert. Also, wie fühle ich mich als Frau in einer männerdominierten Szene? Ja, früher ist es mir, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, so arg, aber eigentlich erst seitdem ich jetzt so mit Voodoo Jürgens unterwegs bin, ist es halt schon so offensichtlich, also
jetzt, wo wir halt so auf so einer professionellen Ebene sind, dass halt überall Typen sind, also man ist umgeben von Typen, die Soundtechniker, die Organisatoren, die anderen Bands, natürlich meistens alles auch Typen-Bands, was, ja, also was schon manchmal ein bisschen, also ich wünsche mir schon, dass mehr Frauen irgendwie da wären, auf jeden Fall, aber also ich komme auch damit zurecht irgendwie und versuche mich halt immer mehr mit den Frauen zu vernetzen, die halt präsent sind. Die ich hatte, wie ich begonnen habe, Musik zu schreiben, waren so die Anti-Folk-Musiker, also aus New York, so besonders Jeffrey Lewis, liebe ich noch immer sehr. Dann gab es so eine neue Inspirationswelle, wo sich auch meine Musik sehr verändert hat, wie ich so mit Freak-Folk in Kontakt gekommen bin, so Coco Rosie und Devendra Banhart und jetzt im Moment höre ich besonders viel Joanna Newsom. Und die hat mich auch sehr verändert. Also einfach die Art, wie sie singt und schreibt und also ihre Originalität voll. Und dann gibt es so einzelne Künstlerinnen wie Soap and Skin und Diamanda Galas, die ich einfach voll liebe, weil sie so viel Emotion reinbringen in ihre Musik, was ich ja auch viel mache. Und wenn es um Performance geht, Performance mit Theater vermischt, sind die Tiger Lilies auch schon. Also eine ziemliche, ich würde nicht sagen Idole, aber also ich habe sie sehr spät entdeckt, aber also die haben mir auch sehr viel gegeben. Ja. A broken heart for dinner, an ugly duckling in winter, come embrace me with your heart, your Balkan gebucht, in Portugal und in England, also so etwas längere halt. Und wie ich das halt angehe, ist die Kontakte, die ich habe,
Also Musiker, wo ich weiß, dass die auch viel touren, anschreiben, nach Kontakten fragen in den Ländern, wo ich touren will. Und dann kriegt man mehr Kontakte, die mehr Kontakte haben. Und so geht es dann weiter und dann muss man einfach voll viele E-Mails schreiben. Also viel passiert eigentlich schon über Facebook, das, was irgendwie auch arg ist. Also besonders in dieser anarchistischen Szene, könnte man sagen, wo ich viel gespielt habe auch. Und also diese DIY-Szene halt auch. Und also es, so wie ich es buche, ist halt echt so, dass man irgendwie durchkommt mit dem Geld und es geht nicht wirklich ums Geld verdienen, obwohl manchmal schon was übrig bleibt durch CD-Verkäufe und so. Und ja, und so die Gigs dieses Jahr zum Beispiel. Dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich werde gar nichts buchen, ganz wenig fragen, außer irgendwer schlägt mir was vor und sagt, hey, da musst du den schreiben, da wirst du echt gut hinpassen. Und habe eben jetzt nur Konzerte gespielt, wo ich gefragt wurde von selber, weil ich echt keine Energie mehr hatte, ständig anzufragen. Ich mag das echt nicht gern. Manchmal geht es ja nicht die ganze Zeit. Und da ich eben jetzt auch per Voodoo Jung spiele, habe ich endlich so eine Art Freiheit, so eben finanziell auch, also dass ich nicht ständig irgendwie spielen muss und so und an Karriere denken muss. Also ich sehne mich nach einem langweiligen Leben am Land. Ziehen. Also das ist auch ein großes Thema, was ich schon lange aufschiebe, aber jetzt sieht es so aus, als ob ich vielleicht die Chance dazu hätte. Also mit meinen Mitteln jetzt und eben so wie eine Umgebung, irgendwo ein Haus, eine Kommune gründen mit Künstlern, so stelle ich mir das vor. Einen Proberaum reinbauen, irgendeinen Raum zum Tanzen haben und einen Garten und einen Fluss. So. Ja, das wäre echt cool. Also das ist ein großer Plan. Und sonst hoffe ich einfach, dass alles gut, weiterhin gut geht, weil es ist gerade echt okay, wie es ist. Letztes Jahr war es ein bisschen anstrengend, das Ganze. Ich habe sehr viel gespielt und sehr viel selber organisiert, was mich echt ausgelaugt hat und was ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr machen will. Das erste Mal gesehen in der Neubaugasse. Da war so eine Veranstaltungsreihe, weiß ich gar nicht mehr, wie die geheißen hat.
Auf jeden Fall war das eine Art Open-Mic-Session, was einmal in der Woche stattgefunden hat. Ich habe da gerade die Udo Jürgens Lieder fertig gehabt, die ersten, und wollte das einmal irgendwie so ausprobieren für einen kleineren Publikum, wie das so funktioniert. Und die Alicia ist da im Publikum gesessen, kann ich mich erinnern. Und die Alicia ist ja eine, die auffällt. Sie hat irgendwie so einen goldenen Hut aufgehabt und hat sich ziemlich amüsiert, habe ich so in Erinnerung. Da haben sie unsere Wege so zum ersten Mal gestreift. Irgendwie hat sie aber dann bei mir gemeldet, ein paar Wochen später. Sie hat, sie spielt ein Konzert im Gürtelbogen, was im Einbaumöbel, glaube ich. Ja. Ob ich da nicht mit ihr spielen mag, als Support. Genau. Und war das, glaube ich, so die Release von ihrer ersten Platten. Und da haben wir das erste Mal dann gemeinsam auftreten. Ich glaube, dass sie eine Frau ist, spielt da gar nicht so die Rolle. Sicher verändert es irgendwo was, aber im Endeffekt ist es einfach gut, dass immer mehr Frauen quasi Musik machen, und das spürt man halt voll, dass man die Alicia dabei ist, dass das anderen Leuten irgendwie Mut gibt, das zu machen. Drinking tea, singing Let It Be. The cockroaches and me. Well, God sent me a heaven of insects. He didn't judge me for my lack of intellect. Climbing trees, bruises on our knees. The cockroaches and me. Well, God sent me a heaven of insects. He didn't judge me for my lack of intellect. Dangerous to the sea, finally set free. The cockroaches and me. The cockroaches and me. Oh, the cockroaches and me. Hey, hey. The cockroaches and me. Oh, yeah. The cockroaches and me. Oh, the cocksuckers and me. Diesen Wahnsinn, der in ihr steckt und den sie ausdrückt. Und ich finde, sie kann, hat eine unglaubliche Intuition, Sachen auf den Punkt zu treffen. Ja, ich schätze das quasi so, wie sie ihr Leben führt. Quasi, sie hat ja einfach eine irrsinnig positive Ausstrahlung und so, kann. Also auch quasi das Ganze, für sie ist es ja nicht wirklich Verzicht, sondern von, dass sie jetzt nicht raucht oder nicht trinkt oder irgendwelche anderen Geschichten macht, sondern sie macht das eher, glaube ich, so zu seiner Liebe zu ihrem eigenen Körper, und das ist eigentlich ein Ansatz, der total einleuchtend ist, ne? Wenn man sie selber mag, muss man sie nicht vernichten, so auf die Art, ne? Das finde ich schön, dass es das gibt, ne? Ich habe eher immer einen anderen Zugang dazu gehabt, aber ich glaube, da kann ich mal schon Scheiben ausschneiden von mir. Ja, es stimmt schon, ich lebe sehr gesund, weil ich das einfach, das ist so das Natürlichste für mich. Also ich habe früher schon viele Sachen ausprobiert und so, aber seit 4 Jahren habe ich auch mit Alkohol komplett aufgehört. Ich trinke gar nicht mehr, also ich bin frei zu tun, was ich will, aber... Also ich will es einfach gar nicht mehr.
Und man sieht mich eigentlich nie trinken oder rauchen oder irgendwas anderes nehmen. Und ja, ich finde das voll wichtig, wenn man für mich, also auch um Kunst zu schaffen, um einfach bei mir selber zu sein. Und ich will halt so rein wie möglich leben, also auch meinen Körper reinhalten, um Gutes zu schaffen. Und ich bin mir sicher, es funktioniert auch anders. Aber so funktioniert es für mich am besten, auch für, also auf langfristig gesehen. Alice, Alice, I can make you a rock star. And I wanna be your manager. I wanna make you, yeah, a rock star. In Portugal, in Portugal. Yeah. Now Alice, I heard you sing. And listen just to one thing. You know you can make so many people happy at the same time. And I'm not talking about a good old gang bang. No, Alice, you got the voice. You don't have to be a whore. You don't have to be a dirty whore anymore. No, Alice, I can make you a rock star. Don't listen to your friends that say music business will corrupt you. Yeah, maybe you won't earn as much as being a prostitute. Maybe you'll even have to pay people for playing to them. But you know that's the most important thing in life, Alice. Oder ich einfach extrem arge, intensive Gefühle oder Emotionen über eine Sache habe und es ist schon so arg, dass es irgendwie rauskommen muss. Also es passiert dann so aus Notwendigkeit und dann schreibe ich das Stück oder das Lied und dann geht es mir besser. Also das ist so eine Sache, die passieren kann. Eben dieser Überfluss an Emotionen, der einfach raus muss. Und dann gibt es Momente, wenn man irgendwie ein Thema hat, so irgendwas schon vorgelegt von jemandem oder von einem selber. Und das finde ich auch immer ganz cool. Und dann gibt es halt Werke, die entstehen, weil man einfach selber... Ich weiß nicht, also man hat einfach diese Ideen und dann arbeitet man dran und manchmal dauert es lange. Aber man muss dran arbeiten und konsequent sein, weil oft entstehen die besten Sachen eben nur dadurch, dass man sich echt, also Selbstdisziplin ist echt wichtig bei mir, dass man sich immer wieder hinsetzt und an etwas arbeitet, bis es fertig ist. Lukas Lauermann auch zu spielen und mit dem David Schweikart und so ist er noch mit dem Sweet Sweet Moon Typen. Sie hat mir geschrieben, ob man uns nicht, also ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zu spielen und vor allem ist es auch um Aufnahmen gegangen für ihr kommendes Album und ob wir uns nicht treffen wollen und mal kennenlernen. Das haben wir dann gemacht, nachdem ich mir ihre Sachen angehört habe und recht begeistert war von ihrer Stimme und den Songs und haben wir uns in einem Kaffeehaus getroffen und
dann beschlossen, dass wir zusammen Musik machen. Dritt jetzt alles eigentlich so arrangiert und geprobt, und das ist sehr angenehm, weil es gibt jetzt keine Verständigungsprobleme, und auch, ich glaube, wir wollen da alle irgendwie dasselbe mit den Songs und haben da die gleiche ästhetische Vorstellung auch. Darum ist das recht. Flutscht es sozusagen. Bedingung quasi gehabt, dass ich habe gesehen und gewusst, die Alice verkleidet sich auch gerne und macht ihre Kunststücke und so, und ich bin eher das Gegenteil und habe da gleich mal gesagt, ich bin da vielleicht nicht so der kleidungstechnisch Extrovertierte, und das ist aber auch okay. Wir haben so alle unsere Rollen. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch ein paar mehr neue Fans dazu gewonnen. Ich habe viele Leute inspirieren können, hoffe ich. Das ist das, was ich mache, versuche zu machen. Und wie immer, also jeder Auftritt, jedes Projekt, was ich abschließe, jedes neue Lied oder jede kleine Performance ist für mich halt immer so ein kleiner Schritt, also ein kleiner Erfolg. Ich bin eine Ballerina! Ich bin eine Ballerina! Ich bin eine Ballerina! Halt im Moment einfach immer zu schauen, was ich jetzt machen will, und das mache ich dann und versuche nicht zu denken, wo es in die Zukunft geht, obwohl ich weiß, dass ich etwas aufbaue in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren. Also ich arbeite immer weiter und weiter, und es entwickelt sich, glaube ich, sehr positiv. Es geht zwar nicht alles immer gut, aber so ist das, das muss man akzeptieren. Dass auch wenn man am richtigen Weg ist, dass es schwierige Phasen gibt, die einen frustrieren können, und dass harte Sachen auch passieren, das muss man einfach akzeptieren. Das muss ich immer wieder lernen. Das vergesse ich manchmal und glaube dann, dass ich Sachen kontrollieren kann oder die Zukunft kontrollieren kann. Das war's eigentlich auch schon wieder.